Wenn man das Alter eines Gesteins, eines Meteoriten oder sonst irgendetwas bestimmen will, braucht man die Isochronengleichung. Und in der Isochronengleichung gibt es immer einen Startwert. Also zum Beispiel, wenn man sich das Strontium 87 oder Rubidium 87 Strontium 87 System anguckt, ja, der Zerfall ist ja 87 Rubidium zu Strontium 87, dann ist das der radiogene Zuwachs an Strontium 87 aus diesem Zerfallsystem. Und dieser radiogene Zuwachs ist immer ein Startwert von Strontium 87 86. Das ist das Initial, wenn man hier die Isochrone hat, und hier unten ist das Rubidium 87 Strontium 86 aufgetragen und hier das 87 Strontium 86 Strontium, dann fängt das Ganze immer schon bei irgendeinem Wert an. Also dann zerfällt noch Rubidium zu Strontium, aber man hat diesen Startwert hier. Und was dann noch an, also der Zerfall selbst, ist dann eben das Rubidium 87 durch Strontium 86 mal E hoch Lambda T minus 1. Also so sieht die Isochrongleichung aus. Was man eben hier braucht, ist dieser Initialwert. Den muss man irgendwie auch zunächst mal bestimmen. Und dafür gibt es verschiedene Ansätze, die man gewählt hat. Und einer, dem man häufiger begegnet, ist der sogenannte Barbie-Wert. Und der ist hier dargestellt. Also hier nochmal das Isochron-Diagramm. Auf der X-Achse Rubidium 87 Strontium 86. Auf der Y-Achse dann 87 Strontium 86 Strontium. Und jetzt hat man hier basaltische Achondrite verwendet. Diese Basaltic Achondrite Best Initial. Daher kommt das Barbie dann. Das bedeutet Barbie. Und hier sind verschiedene von diesen basaltischen Achondriten dargestellt. Also hier Stannern, Yonzag, Nuevo Laredo, Sioux County, Pasamonte, Juvenas und Humo County. Der Grund, weshalb man diese basaltischen Achondrite verwendet, ist, dass die unterschiedliche Rubidium-Strontium-Verhältnisse haben. Das braucht man, sonst kann man keine Isochrone erstellen. Man kann hier also nicht einfach nur man kann hier keinen CI-Wert benutzen. Man hätte mal nur einen Punkt, man braucht aber mehrere Punkte, um eben diese Isochrone hier darzustellen. Und dafür hat man diese basaltischen Achondrite gewählt und durch diese macht man dann einen entsprechenden Fit und schaut dann, wo dieser Fit hier die Y-Achse schneidet. Und dieser Y-Achsenabschnitt ist dann der Initial-Wert, weil an der ganzen Stelle, diese Achse rotiert ja hier, die fängt ja hier unten an und rotiert dann nach oben, also in diese Richtung. Und um diesen Punkt, das ist also der Initial-Wert. Und das hier ist der Barbie-Initial-Wert für Strontium 87, 86, der aus diesen ganzen basaltischen Achondriten gewonnen wurde. Und die Annahme hier muss natürlich auch sein, dass diese basaltischen Achondrite ursprünglich das CI-Verhältnis hatten von Strontium 87, 86, die nicht schon vorfraktioniert wurden, sonst würde das nicht stimmen. Unter dieser Annahme ist dann aber dieser Barbie-Wert praktisch, wird genommen als ein Initial-Wert für unser Sonnensystem. Die basaltischen Achondrite selbst haben fast das Alter unseres Sonnensystems, wie man hier sehen kann, von 4,4 ungefähr Milliarden Jahre, was aus dem Diagramm natürlich auch noch ablesbar ist. Und das ist der Barbie-Wert für das Strontium 87, 86 Initial.